Damaskus, Partys und Bomben. 19-Jähriger schildert Teheran-Alltag im Bürgerkriegsland Syrien. Deutsche Presseagentur / Springer / Deutsche Presseagentur Zaya nahe dem syrischen Damaskus ist völlig zerstört. Am Donnerstag veröffentlichte Arctic Naram seinen Beitrag zum Beleg dafür, dass er wirklich Syrer ist, postete er ein Foto, das seinen Pass zeigen soll. Bereits am Abend wurde er schon über 5000 Mal kommentiert. Darunter auch deutsche Nutzer, die sich vor allem für den Alltag in Syrien interessieren. So will ein User aus Hamburg wissen, ob ein normales Leben in Damaskus überhaupt möglich sei. Der Syrer bejaht, nennt aber auch Einschränkungen, der einzige Unterschied ist, dass wir wegen Bomben in einige Gebiete nicht gehen dürfen, schreibt der 19-Jährige. Ich bin glücklich, in Damaskus zu wohnen. Er und seine Freunde seien viel auf Partys unterwegs, das ausgelassene Feiern sei eine Begleiterscheinung des Krieges. Dass er sich relativ frei bewegen könne, läge aber auch daran, dass er in Damaskus lebe. Dort gäbe es sichere Zonen, im Gegensatz zu anderen Teilen des Landes, wo alles zerstört worden sei. Doch auch in seinem Alltag merke er den Krieg. Zum einen sei das die Bombengefahr, zum anderen werde er ständig vom Militär durchsucht.